Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Weiter geht's hier mit dem letzten Part, dem fünften Teil unseres Schwimmbads. In der letzten Folge von unserem Schwimmbad wollen wir natürlich noch die Tour machen. Ich habe ja wieder das Verhältnis von Folge und Minecraft, ne? Also da müssen wir wieder gucken, wie gut kann man das überhaupt hier umsetzen. Ich werde immer Bilder einblenden, aber bevor wir reingehen ins Schwimmbad, wollen wir erstmal gucken, was habe ich noch auf der Rückseite gemacht. Das war ja im letzten Teil noch so ein kleines Thema und ich habe mich jetzt entschieden, jetzt sieht man schon, hier auf der Rückseite jetzt nur so einen kleinen Anbau noch zu machen. Erst wollte ich nicht, jetzt habe ich doch noch gemacht, weil beim Einrichten mir aufgefallen, ein bisschen was könnte man schon machen, wenn man es so ein bisschen original zur Folge, sage ich mal, ein bisschen machen möchte. Kleiner Anbau rangemacht. Was da drin ist, das sehen wir ja denn, wenn wir reingehen. Ich habe jetzt statt einen riesigen Parkplatz, wie ich meinte, mich hier zu basteln, nur so einen kleinen Mitarbeiterparkplatz gemacht. Ne? Für alle, die beim Schwimmbad angestellt sind, die können dann hier ihr Auto abstellen. Ansonsten werde ich hier hinten, glaube ich, auf der Rückseite mir noch die Straße langziehen. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich denke mal, hier hinter möchte ich mir halt die Stadt weiterbauen, neue Gebäude und sowas ransetzen. Da muss man natürlich gucken, wie man sich die Straßen sieht. Von daher lassen wir das hier mal erstmal noch offen. Ja, ansonsten ist halt die Rückseite so fertig. Ich habe jetzt keine Fenster mehr unbedingt noch hier verändert oder so, wie wir es gebaut haben. Höchstens noch ein paar mir reingesetzt, weil ich ja innen drin ja das eigentlich die da, aber da muss jeder für sich gucken, wie er sich natürlich denn da die Fenster bastelt. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal rein in unser Schwimmbad. Natürlich ganz ordentlich beginnen wir hier auf der Vorderseite bei unserem Haupteingang. Da gehen wir erstmal rein. Ich habe mich auch entschlossen, das Schwimmbad kostenlos zu machen. Für alle Springfield-Bewohner könnt ihr denn hier einfach ins Schwimmbad kommen, hier kostenlos. Und da wollen wir natürlich gucken. Also wir kommen hier in die Eingangshalle rein. Da können wir einmal nach links oder nach rechts gehen. Natürlich einmal zur Frauenumkleidekabine oder natürlich zu den Männern. Vor jeder Umkleidekabine steht hier noch so ein leeres Regal. Da kann man dann gerne seine Schuhe abstellen, ne, wenn man hier in die Umkleidekabine reingeht. Ja, wenn man denn hier reingeht, kann man sich natürlich einen Schrank aussuchen, packt da seine Sachen halt rein. Und wenn man das dann hat, geht es weiter. Und zwar dann kommen wir denn hier, sage ich mal, zu den Duschen hin. Denn ihr kennt es ja vielleicht vom Schwimmbad. Bevor man ins Schwimmbad reingeht, muss man sich natürlich erst einmal abduschen. Ja, und wenn man sich dann hier abgeduscht hat, sind wir eigentlich dann hier auch durch und können zack ins Schwimmbad reingehen. Aber bevor wir uns das Schwimmbad angucken, wollen wir noch einmal uns die Frauenumkleidekabine angucken. Die ist eigentlich komplett spiegelverkehrt gebaut, wie bei den Männern. Also da gibt es keinen Unterschied, außer halt, dass es spiegelverkehrt ist. So, gucken wir uns natürlich auch noch hier einmal die Duschen an. Ja, und dann sind wir eigentlich mit den Umkleidekabinen fertig. So, jetzt kommen wir natürlich denn hier aus den Umkleidekabinen raus, genauso wie die Simpsons. Da können wir gleich immer wieder gucken, ob das Ganze so ein bisschen passt hier. Ne, so ein bisschen sieht das aus. Aber ihr kennt ja auch gleich schon drauf, dass beim Schwimmbad, ne, ich hoffe, ihr habt ja auch alle die Folge geguckt, überall, sag ich mal, rutschen und so lang gehen, ne, so ein paar Wasserbahnen und sonstige Sachen, ne, solche wie diese drei, die ich mir hier vorne hingebaut habe. Ich habe mich jetzt auch reduziert nur auf diese drei Wasserrutschen, denn die Sims haben nicht vorgegeben, wo man da, sage ich mal, wirklich reingeht in diese Wasserrutschen, weil die kann man ja im Minecraft-Verhältnis auch nicht benutzen unbedingt, wenn man sie sich hier, sage ich mal, überall so ein bisschen lang zieht in der Schwimmhalle hier. Aber die Simpsons geben ja auch ein bisschen vor, wie man die benutzen kann. Denn Homer wollte ja auch eine dieser Wasserrohren benutzen und mit seinen Verhältnissen passt er natürlich nicht durch solche normalen rein. Ne? Da haben die natürlich dann ihnen welche angeboten, die etwas größer sind. Aber da gibt es dann gleich so einen kleinen Fehler in der Physik der Simpsons. Und zwar, Homer benutzt die Wasserrutsche auf dem Boden und in der nächsten Szene ist er oben an der Decke. Da verstehe ich dann natürlich nicht, wie die ganzen Wasserrohren funktionieren, mit welchem Druck da das Wasser wohl durchgepresst wird, damit einer dann auch nach oben kommt. Naja, jedenfalls habe ich darauf dann jetzt so ein bisschen verzichtet, aber ich habe die anderen Sachen, die in der Folge gezeigt wurden, reingebaut. Die wollen wir uns dann natürlich jetzt auch einmal angucken, aber ansonsten habe ich mich hier erstmal nur auf drei bezogen. Aber ihr seht ja, wie die so ein bisschen aufgebaut sind. Falls ihr euch die dekomäßig überall ein bisschen hin platzieren wollt, könnt ihr das natürlich machen. Das Schöne ist ja, sag ich mal, wenn man die Öffnung macht mit so Treppen, dann kann man ja darin noch Wasser platzieren, sodass es halt rausfließt. Ne? Ihr seht ihr ja, damit das ja optisch so wäre, als ob das ja funktionieren würde. Naja, dann beginnen wir erstmal bei unserer Tour hier auf der rechten Seite. Da haben wir natürlich eine riesige Beckenanlage, wo auch ein paar Sprungbretter sind. Und diese Sprungbretter haben auch einen gewissen Namen. Das ist so eine kleine Attraktion für die Kinder. Die gehen da immer richtig gerne hin. Da gibt es auch eine kleine Markierung hier für unsere Sprungbretter, wo die Kinder dann natürlich so hingehen. Und das heißt natürlich hier The Sky Dive. Ne? Da klettern sie dann alle hoch und können dann hier auf dem Sprungbrett ins kühle Nass springen. Aber ich weiß nicht, wer sich das hier wieder entworfen hat, denn da hat einer nicht drauf geachtet, dass die Decke ziemlich niedrig hängt. Die ganzen Kinder, wenn die da raufspringen, dann knallen die da voll gegen die Decke und dann sinken sie natürlich hier ins Becken rein.
Darum sollte man aufpassen, dass man das Becken dann vielleicht natürlich etwas tiefer macht. Da, wo sie reinspringen, habe ich hier auch so ein bisschen gemacht. Hier ist ja erst der leichte Bereich und dann geht es halt immer tiefer ins Becken, wo man dann, sage ich mal, sich nicht mehr verletzen kann, wenn man dann reinspringt. Die fällt bestimmt auf. Das Ganze klappt nicht so, wie wir uns das damals gedacht haben. Hier sage ich mal, dass wir die Decke mit Stufen machen, darunter noch Stufen ran und dann scheint das durch. Ich habe mich ausgeloggt und wieder eingeloggt und nach einer Zeit hat die Lichtkraft unserer Sonne nicht mehr gereicht bis ganz nach unten. Das sieht man hier im Schwimmbeckenbereich, das ist ein bisschen duster. Ich habe natürlich versucht, immer alles hier auszuleuchten. Ich sag mal, hier im seichten Wasser geht das Ganze noch, aber wenn es tiefer geht, dann wird das halt immer dunkler. Da muss man immer viel mit Lichtquellen arbeiten. Habe ich ja auch, sag ich mal, hier so ein bisschen am Beckenrand gemacht. Ich habe jetzt hier unter unseren Sitzgelegenheiten auch Lichtquellen und sowas versteckt. Man muss sich ja mal ein bisschen zu helfen wissen, um, sag ich mal, diese dunklen Ecken immer hell zu machen. Und daher hilft da manchmal solche kleinen Tricks mit Sitzgelegenheiten. Oder man macht auch so ein paar Matten hin. Kennt man ja vielleicht im Schwimmbad, dass man die ja auch irgendwo sieht. Und dann kann man sich damit auch überall so ein bisschen Lichtquellen setzen, ohne dass man wirklich die sieht. Natürlich jetzt hier so ein bisschen habe ich dann hier unten auf Lampen noch ein bisschen zugegriffen, aber das geht ja noch. Ja, wollen wir mal ein bisschen weitergehen. Natürlich ist in unserem Schwimmbad auch die Sicherheit an höchster Stelle. Und zwar haben wir hier auch ein paar Bademeister. Einer davon, der sitzt immer hier auf dem Stuhl. Das ist natürlich unser guter alter lieber Otto. Ne, der passt hier super auf die Kinder auf. Der hat auch beobachtet, wie Ralph hier im Wasser spielte. Und auf einmal war er weg, aber das hat wohl Otto nicht so gejuckt. Ne, der Ralph, der hat hier irgendwie so, sag mal, im Schwimmbeckenbereich geplanscht und auf einmal, blub, wurde eingesogen. Und kam irgendwo anders wieder raus. Naja. Ja, ansonsten, ihr könnt ja auch alle lesen. Ne? Da steht ja auch nicht rennen hier im Beckenbereich. Ne? Da muss man immer drauf achten hier alles. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt ja halt alle die Folge gesehen. Ansonsten, ich blende sie euch noch einmal ein, damit ihr so ein bisschen immer versteht, was ich euch hier zeige. Wir gehen jetzt einfach mal weiter zu den ganzen Attraktionen, die in der Folge zu sehen waren. Zum einen haben wir hier das Spiel Blowhole Blast, ne, wo Bart ja, sag ich mal, sich mit den anderen Kindern so eine kleine Wasserschlacht geliefert hat. Auf jeder Seite befinden sich 8 Wasserkanonen, wo sie sich alle gegenseitig beschießen können. Und da hat Bart lustig gefunden, seine Familie auch ein bisschen mit Wasser zu beschießen. Das fand Lisa dann natürlich nicht so toll und ging dann einfach rüber, um sich die Haare zu trocknen zu den Dyson Hairpointer. Hier kannst du dir einfach die Haare trocken föhnen lassen, ne? Und dann sind sie wieder alle super trocken. Da muss man ja auch mal gucken, wie man sich das alles hier ausleuchtet. Ne, ihr seht, ich habe mir ein bisschen zu Hilfe gewusst hier mit Laternen. Aber ich kann sagen, unter solchen Plattformen, die im Schwimmbad sind, waren auch eigentlich Lichtquellen platziert, so kleine Lampen drin. Aber wenn man, sage ich mal, nur eine Blockhöhe hat jetzt hier von der Plattform, dann ist das halt schlecht, Lichtquellen reinzusetzen. Da kann man dann auch einfach mal auf Laternen zurückgreifen. Ja, nachdem Bart in diesem Wasserspaß gehabt hatte in der Folge, hat ja Marge ihn dann in das Kinderspielparadies rübergeschickt, hier zu dieser kleinen Wasseranlage, dieser kleinen Muschel. Ne, die Shrimp Bay hat sie ihn dann einfach hingeschickt. Ja, da haben sie dann, sag ich mal, alle drin geplanscht und dann kam eine nette Dame, die hat wohl Mitleid gehabt mit Bart und den Kindern und hat ihnen einen Schwimmreifen gegeben. Ne, würde mal sagen, das ist nicht gerade fair für alle, aber einer hat ihn dann natürlich gekriegt, den Schwimmreifen, hier so ein bisschen dargestellt mit der Wolle. Natürlich der Bart, aber der hat ihn dann auch wieder für eine Zeit lang nicht gehabt mehr. Da kamen dann wieder größere Kinder und haben ihn dann wieder weggenommen, ihr kennt das ja. Naja, Bart ist dann natürlich wieder weitergezogen hier in unserer Schwimmhalle und ging dann zum Upstream Extreme. Das ist jetzt hier so eine, so eine Wasseranlage, wo die Kinder sich schon im Internet vorbestellen mussten, die Karten, damit sie überhaupt in der Schlange stehen durften. Ne? Und Bart fand das natürlich doof, der hatte sich natürlich nichts bestellt und wollte natürlich auch diese super Wasseranlage machen. Das ist ja an sich hier so, muss man gegen die Strömung anschwimmen, dann ist hier ein so ein kleiner Grizzlybär stand hier, der hat dann immer so mit der Tatze so ein bisschen gewedelt, ne, um einen zu fangen. Naja, ansonsten schwimmt man hier weiter hoch, dann waren hier so ein paar Hinterwäldlerpuppen, die haben dann so ein bisschen mit ihren Büchsen geschossen. Dann gab es ja auch noch so einen Angler, der hier stand. Ja, und wenn man dann, sag ich mal, die Strömung bekämpft hatte, konnte man in diese Pfanne reinspringen und wurde dann von einer riesigen Hand mit einer Zitrone mit Wasser besprüht. Ist natürlich immer auf diesem Verhältnis immer schwer, alles ein bisschen darzustellen, aber ich denke mal, wenn man so ein bisschen die Folge kennt und so, dann erkennt man das Ganze schon. Ja, aber jedenfalls, Bart wollte nicht warten und ihr kennt ja Bart, der sucht sich dann immer eine Lösung, um das zu umgehen und da hat er sich ein bisschen umgeschaut hier bei der Wasseranlage und dann sah er auf einmal diesen Raum und zwar den Kontrollraum von unserem Schwimmbad, ist auch nur für Personal gedacht. Natürlich gehen wir da dann einfach mal rein. Ja, das ist dann auch der hintere Anbausatz, den ihr zum Anfang gesehen habt. Aber da wollen wir dann erstmal hier in die Kontrollanlage gehen, genauso wie Bart ist er hier dann reingegangen und hat sich dann natürlich einen kleinen Scherz erlaubt. Und zwar war hier, sag ich mal, ein Mikrofon und da hat Bart sich dann hingestellt und dann eine Durchsage gemacht, ne, dass was im Wasser rumschwimmt und sowas. Und dann sind die Leute alle geflüchtet, getürmt aus dem Schwimmbad, einfach so ganz
als ob das normal ist, durch Glasscheiben zu rennen. Ich weiß ja nicht, was das für Billigglas ist, das einfach so kaputt geht, wenn du dagegen rennst. Naja, jedenfalls hat er es dann geschafft hier im Kontrollraum, ist dann natürlich auch gleich wieder, sag ich mal, in das Schwimmbad reingegangen und hat dann gleich die Anlage genutzt. Natürlich nach dem Witz vom Bad, nachdem er dann die Wasseranlage hier benutzt hat, sind die Leute dann auch, sag ich mal, alle getürmt. Ja, habt ihr das gesehen? Und er kam dann natürlich, weil die Fenster alle offen waren, die Natur ins Schwimmbad rein. Und einer der Bademeister hat das erkannt und hat dann hier zum Elektroschocker gegriffen. Ne, so einen Notfallkasten, zack. Und dann hat er den Waschbären, sag ich mal, gechockt. Der ist dann ins Wasser gefallen. Lisa hat ihn dann rausgefischt, hat ihm dann erste Hilfe wiedergegeben. Da hat sie dann auch gleich ihren ersten Kuss bekommen, wie sie meinte. Naja, vom Waschbären einen ersten Kuss kriegen, das ist schon was. Naja, und damit war dann eigentlich auch hier unser Schwimmbad fertig. Ja, und wie man sich das, sage ich mal, hier so einigt, ob man sich zu den Folgen der Simpsons halt bezieht, wie das innen drin aussieht, oder ob man da seine eigenen Gedanken macht, kann man ja machen, weil das haben sie schon sehr Kuddelmuddel gebaut, auch jede Folge, da haben sie immer so ein bisschen rumgewuschert, wo sie was hinplatzieren, also da kann man nicht wirklich sagen, da kann man sich da jetzt sowas reinziehen, was dann genauso ist wie bei den Simpsons, da muss man immer gucken. Besonders auch, sage ich mal, hier über den Umkleidekabinen, da war ja auch noch ein weiteres Stockwerk. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, so die Logik, was das sein könnte. Und zwar muss man sich natürlich das irgendwo hinbasteln, wo man dann auch hochkommt, weil ich habe da nicht unbedingt gesehen, bei den Umkleidekabinen, dass man da hinkommt. Nee, dann hätte man, na, muss man mal gucken, wie man das macht. Aber ich habe mir jetzt so ein bisschen gedacht, hier ist dann natürlich hier so ein Weg, sagen wir, der führt hier hinten so lang. Nee, da kommt man jetzt hier bei einem Upstream-Extrem, kommt man da hoch. Und dann kann man den natürlich folgen und dann kommt man dann hier in den zweiten Stockwerkbereich. Da könnte man dann natürlich die Türen benutzen und da oben drauf war ein riesiges Rohr. Ich denke mal, das war mehr so ein Fahrstuhl oder halt ein Treppenaufgang, der nach oben geführt hat, wo man denn die ganzen Röhren, Rutschen benutzen konnte, die ja durch das ganze Schwimmbad gingen. Ja, also hätte man das auch da irgendwie benutzen können. Aber Homer hat ja gezeigt, dass es eigentlich auch unten auf dem Boden ist, aber ihr kennt ja die Physik der Simpsons. Ja, und das ist halt das gute Schwimmbad hier von unserer Stadt. So sieht es innen drin aus. Ihr seht, ich habe viel mit Tapete und sowas gearbeitet, aber ich finde, wenn man das macht, dann sieht das auch farbenfroher aus so ein bisschen. Ne, kann man ja alles hier ein bisschen designen. Auch jetzt, sage ich mal, wenn ihr euch eure Schwimmbecken baut und die sollten ein bisschen düsterer sein, sage ich mal, so wie hier in diesem Teil. Ne, ihr seht, ich habe jetzt hier am Boden nicht unbedingt viel mit Stufen gearbeitet. Und hier bei dem Becken habe ich hauptsächlich Stufen verwendet. Da habe ich dann überall Lichtquellen halt runtergesetzt und dadurch ist das Becken halt natürlich auch gut ausgeleuchtet. Muss man mal gucken, wie man sich das immer alles setzt, ob man es tiefer setzt und dann mal auf Stufen verzichtet, dann ist das natürlich ein bisschen dunklerer. Oder man macht halt nur mit Stufen und leuchtet sich alles schön aus, dann sieht das natürlich so aus. Ja, und dann sind wir hier mit unserem Schwimmbad auch fertig. Ich würde sagen, wir nutzen nochmal den Hinterausgang. Natürlich nur für Personal, aber heute machen wir mal eine Ausnahme. Falls ihr euch natürlich auch noch irgendwas anbauen wollt, natürlich an euer Schwimmbad, genug Platz und alles ist ja hier, also kann man sich natürlich austoben. Ich habe mich natürlich hier so ein bisschen begrenzt auf den Bereich, ne, natürlich jetzt hier fürs Personal hier, den Eingangsbereich, ne, die schließen natürlich auch den Laden von hinten nach vorne auf, ne, ist ja klar. Und dann kann man darauf natürlich auch noch Sachen platzieren, ne, vielleicht Lüftungsanlagen oder halt Antennensystem oder sonstiges, ne, für den Funk. Naja, wer weiß. Jedenfalls, das ist unser Schwimmbad. Ich bin zufrieden damit. Werd mal gucken, was wir denn als nächstes bauen werden. Ich habe irgendwie Duff Arena gehört, aber ihr könnt auch gerne wieder neue Ideen unterschreiben. Ansonsten finde ich was und dann gucken wir mal. Ja, vielleicht bauen wir auch wieder ein paar Häuschen. Mal schauen. Jedenfalls, hier würde ich mir dann gerne noch den Stadtbereich wieder weiter ausbauen. Könnten wir vielleicht auch irgendwann mal wieder ein paar neue Villen bauen. Die wollte ich mir dann gerne hinter unserem Denkmal ein bisschen platzieren hier so lang. Ja, mal schauen. Ja, ansonsten wird es auch irgendwann mal Zeit, dass wir den Berg wieder weiterbauen. Naja, jedenfalls würde ich sagen, sind wir durch hier mit dem Schwimmbad. Das ist ready und dann stellen wir uns da vorne wieder Safety hin. Und wenn wir da vor Safety stehen, sage ich, hören wir uns wieder zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss. Kuss.